Hört auf, ja! Die fand ich auch ziemlich cool. Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt geht's nach Berlin und ich nehme euch mit zur Fashion Week. Es ist das erste Mal, dass ich zur Fashion Week fahre. Mein Koffer ist echt peinlich groß. Ist auch der hässlichste Koffer, glaube ich, den man auf der Fashion Week sehen wird. So, bums. Ist auch viel zu schwer. Und leider auch falsch gepackt. Ich würde sagen, los geht's. Freunde, auf geht's zum allerersten Event. Und zwar gehe ich jetzt zum Coca-Cola-Event. Ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Ob ich zu schick bin oder auch nicht. Jedenfalls habe ich heute diese schicken Statement-Ohrringe an und einen Mantel, einen Rollkragenpulli, eine schwarze Klatsch, meine dicke Wollmütze zur Sicherheit und eine Levi's Jeans und so Boots. Ich glaube, das ist okay. So. Yeah, draußen ist kalt. Hallöchen, habe ich schon erzählt, wir sind übrigens im Hotel, im Motel One, das ist echt gut. Ich zeige euch gleich noch mein Zimmer. Aber jetzt gehen wir erstmal, ich habe auch vor allen Dingen noch nichts gegessen heute, außer ein Brot und gerade so ein bisschen Joghurt. Getrunken habe ich auch zu wenig. Leute, ich bin so durchgefroren, wir haben uns verlaufen. Guten Morgen, Berlin. Ist das nicht ein wunderschöner Morgengruß? Ich bin schon fertig geschminkt. Ich höre mich auch noch ein bisschen verschlafen an, weil eigentlich würde ich jetzt gerne länger schlafen. Wir haben jetzt 8:30 und ich werde jetzt treffen uns jetzt gleich unten zum Frühstück. Und ich wollte euch noch mal eben kurz hier mein Zimmer zeigen. Wir durften im Motel One übernachten und das ist wirklich ein super schönes Hotel für ganz wenig Geld. Und da sind eigentlich alle Zimmer richtig schön. Also hier habe ich geschlafen, sehr gut und einen wunderschönen Ausblick. Ich habe sogar eine kleine Terrasse. Zeige ich euch mal. Man könnte rausgehen, ich werde heute auch noch mal rausgehen, schöne Fotos machen. Aber nee, ist mir zu kalt. Ihr seht, draußen liegt Schnee und Eis und ganz schön kalt. Hier ist die Schmink-Situation. Spiegel-Situation. Das habe ich mir übrigens gestern im KDW geholt und die Hose auch von Topshop. Und dann habe ich mir noch andere Sachen gekauft von Topshop. Zeige ich euch jetzt hier im KDW. Einen schönen Gürtel für mein Kleid heute, tagsüber. Dann habe ich wunderschöne Ohrringe gekauft. Dann einen coolen Choker, der hat mir irgendwie auf Anhieb gefallen. Mal gucken, ob ich den irgendwie trage. Ist sehr speziell. Und nochmal goldene Ohrringe. Dann nochmal diese wunderschönen Ohrringchen. Und die. Die fand ich auch ziemlich cool. Das ist meine Ausbeute. Inklusive Top und Jeans. Und das ist das Badezimmer. Nicht ganz so aufgeräumt, aber egal. Auf jeden Fall total süß und wirklich richtig stylisch und sehr modern eingerichtet. Tada, hier bin ich. Das kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Das benutze ich auch gerade zum Abschminken. Das ist für empfindliche Haut echt gut. Was nehme ich denn? Kaffee Latte, Cappuccino. Cappuccino. Das ist mein Frühstück. Mache ich eigentlich immer. Müsli mit Früchten und ein bisschen Ei, ein bisschen Protein. Heute viel, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob wir so viel zu essen bekommen und den leckeren Cappuccino. Und ich sitze hier mit dem Max Krämer, Mr. Max Krämer. So heißt sein Kanal. Ich verlinke euch den mal in der Infobox. Jetzt geht's zum Essen. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind auch gleich schon da. Schaut mal, was für ein tolles Wetter heute ist. Sonne, Schnee, kaum Wind. Es ist zwar kalt, aber kaum Wind. Und ich freue mich.
Bis gleich. So ein bisschen ausruhen und da kann man auch was essen und was Warmes trinken vor allen Dingen. Oh, mir ist so kalt. So, wir sind im Fashion Blogger Café angekommen. Ich habe mir gerade schon einen Kaffee geholt und jetzt gehen wir mal so ein bisschen rum, weil hier sind so verschiedene Stände. Einmal L'Oreal. Weiter geht's. Hallo. Hi. Ich kenne euch doch. Also der Burger schmeckt richtig gut. So Leute, die Fashion Week neigt sich so langsam dem Ende. Also für mich, ich gehe ja morgen schon wieder nach Hause. Aber zur Krönung habe ich noch was richtig Cooles entdeckt. Ich habe es auch gerade schon auf Snapchat und Instagram geteilt, weil es so geil ist. Und zwar hier einmal so einen Joker, man kann den auch umfunktionieren und das ums Handgelenk machen. Ich zeige euch das gleich mal. Ich will den jetzt ungern abziehen, ausziehen. Finde ich eine coole Sache. Also man kann das auch als Backstrap kaufen und halt immer individuell an die Tasche anpassen. Finde ich eine richtig cooles Design. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Gabriele Franzen heißt sie und also wirklich richtig tolle Sache. Aber ich kann ich erst mal sehen, wie die Perspektive aufmacht. Schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Endlich mal jemanden, den ich auch kenne. Die liebe Lamelda, die macht ja jetzt über mich und auf Instagram, aber ich verlinke euch auf jeden Fall alles mal in der App. Inga, ich bin immer mit Inga unterwegs, wenn ich in Berlin bin. Meine Berliner Maus. Ja, ich schlafe bei dir. So, jetzt sind wir aber tatsächlich am Ende angekommen. Wir sind jetzt hier auf der Ariani Aftershow Party und ganz interessant, welche Leute hier so rumlaufen. Farina hat hier heute ihre Show und Jana Ina ist da und Sarah Lombardi habe ich gerade auch schon gesehen. Ja, wir lassen jetzt den Abend hier ausklingen und dann fahre ich morgen wieder nach Hause. Good morning, ihr Lieben. Heute ist schon wieder Abreisetag. Also ich muss sagen, kleines Resümee, die Fashion Week war anstrengend, aber richtig interessant. Es gab so viele coole Sachen zu entdecken und die neuen Trends von 2017. Es wird auf jeden Fall farbig. Pink, im Sommer pink, würde ich sagen. Und was ich noch mitgenommen habe, ist, dass, also vom Make-up her, dass dieses ganze Contouring, glaube ich, so ein bisschen das Ende, sein Ende gefunden hat. Also die meisten waren wirklich sehr natürlich geschminkt, bis auf jetzt so die Abendlooks. Die waren auch eher so auf Smoky Eyes und so, was ich bei Catrice gesehen habe. Bei der Show von Antonia Goy, das wurde ja von Catrice auch gesponsert und auch mit organisiert, glaube ich. Und das Make-up war auch von Catrice. Das war so ein bisschen glossy-mäßig, also hier auf dem Lid und Spiegel. Und hier auf dem Wangenknochen und so war ein bisschen Gloss, fand ich sehr interessant.
Muss man mal gucken, ob man das nachmachen kann. Ja, ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen. Ich wollte euch jetzt noch einfach mal mit auf die, als kleine Abschlussszene mal mit auf die Terrasse nehmen. Heute ist nicht ganz so schönes Wetter. Das war meine Aussicht. Geil, oder? Also von der Bahn habe ich überhaupt nichts mitbekommen die ganze Zeit. Das war's, ihr Lieben. Ich gehe schnell wieder rein, weil es richtig kalt draußen. Das muss ich auch sagen. Es war sehr kalt in Berlin, aber wunderschön. Wir hatten gestern wirklich richtig schönes Wetter. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hatte wirklich ein sehr schönes Zimmer hier im Motel One. Kann ich euch, wie gesagt, sehr empfehlen. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal nehme ich euch mit zur Fashion Week nach Paris. New York wäre auch so ein Ziel von mir. Okay, bis dann, ihr Lieben. Ciao.